sind so Zeichen dafür, dass das Jahr schon langsam dem Ende zugeht. Der weihnachtliche Pullover des Moderators im Fernsehen zum Beispiel, die Lebkuchen im Supermarkt oder auch, dass jetzt schon die ersten Kalender für 2019 präsentiert werden. Ein Fixpunkt am Kalenderhimmel ist immer der Aktkalender von Manfred Baumann. Die Models hatten in diesem Jahr außergewöhnlich wenig an und außergewöhnlich war auch die Präsentation. Es wurde zur Pyjama-Party geladen. Auch wir waren im Bett mit den Baumanns. Es ist definitiv auch meine erste Pyjama-Party. Einfach eine lustige, originelle Idee und mal ein anderes Motto. Ich wollte ja eigentlich gar nicht kommen, als ich dann bombardiert wurde, du musst kommen. Dann habe ich geschaut, wo gibt es überhaupt Pyjamas? Ne? Weil wenn du kein Pyjama-Träger bist, weißt du nicht, wo es Pyjamas gibt. Ausgelassene Stimmung in einem Hotelzimmer in Wien am Ring. Manfred Baumann lud anlässlich seiner Kalenderpräsentation zur Pyjama-Party. Und alle hielten sich an den Dresscode oder wurden dafür extra eingekleidet. Ich wollte als junges Mädel immer eine Pyjama-Party machen, das hat sich nie ergeben und deshalb habe ich mir gedacht, so und jetzt machen wir die Pyjama-Party. Und sowas funktioniert ja nur, wenn alle mitmachen, das heißt, wir mussten erstmal unsere Freunde dafür begeistern und haben festgestellt, keiner hat ein Pyjama. Du wirst lachen, das ist mein Winter-Pyjama und ich liebe es, weil es gibt nichts Besseres als einen warmen Pyjama im Winter. Und jetzt, wo es kalt wird, habe ich ihn wieder rausgekramt. Ich habe den auch in Hase und Löwe. Ich glaube, das wird noch lustig. Also ich habe hier immer, verzeih mir, schau mal darüber. Also das ist ein Bild für Götter. Da sieht man, das ist doch, wie heißt der unter diesem tropfenden Dach sitzt mit dem Regenschirm am Bett? So schaust du heute auch aus. Ich hatte ganz viele Pyjamas. Früher hatte ich ganz viele Pyjamas. Ich habe immer noch Pyjamas zu Hause liegen. Im Sommer auch mal gerne ohne Pyjama. Im Winter gerne mit dicken Pullis und ganz, ganz dicken Socken. Das sind so die Pyjamas, die man gerne trägt. Wann war meine letzte Pyjama-Party? Und wenn ich jetzt die Zahl sage an Jahren, dann macht mich das sehr, sehr alt, aber ich stehe dazu. Ich glaube, das ist 45 Jahre her. Ich stehe dazu. Ja, das war in der Volksschule irgendwann. Es hat irgendwie so diese Urlaubsatmosphäre, wo du sagst jetzt, okay, es hat Feuer, Alarm gegeben, alle rennen raus mit Bademantel und Pyjama. Wohl fühle ich mich nicht unbedingt. Denke mal, es gehen jetzt alle ins Bett. Also es ist spannend. Es passt natürlich zum Kalender, beim Kalender ziehen sie alle aus. Also wer weiß, was heute noch passiert. Mir ist dann sofort dieses Bild von John und Yoko in den Sinn gekommen und sie haben ja damals für den Frieden demonstriert und wir sind natürlich auch für den Frieden und dachten, das ist eigentlich eine lustige Idee, weil wir die Gäste begrüßen und wir liegen im Bett und alle kommen und ja, und here we are. Ist eigentlich relativ angenehm, wenn man da so liegt im Bett. Das ist viel chilliger bei den Interviews, finde ich. Über das ganze Leben kann man da reden. Wollen wir deshalb doch auch über den Anlass reden. Der Starfotograf präsentierte den bereits 12. Fine Nude Art Kalender und diesmal ist ein bisschen mehr Stoff zu sehen. Wir haben natürlich in den Monaten wie Januar, Februar, März oder Dezember einfach versucht, auch ein bisschen Mode mit reinzubringen, aber im Endeffekt sind sie schon noch ein bisschen nackiger gewesen. Es macht irgendwie interessanter, also wie wenn es schon alles von Haus aus nackt und es gibt schon Bekleidungsstücke, die sehr interessant sind, also das ist für mich fast erotischer. Ja? Finde ich wirklich viel erotischer, auch bei Männern, wenn die nicht so, also nicht so nackt sind, hört sich blöd an, aber wenn die nicht alles gleich herzeigen. Ich finde, es hat einfach etwas, es erweckt irgendwie Neugier in jemanden. Also vor allem, wenn die Frauen so ein bisschen Stoff drüber haben, dann denkst du immer, was könnte da drunter sein? Die letzten Sujets von dem jetzigen Kalender wurden im August fotografiert, wenn ich jetzt richtig annehme, Ende August. Und da hat dann die Druckerei schon drauf gedrückt und gesagt, okay, wann bekommen wir diese Schiss? Also wir sind definitiv das ganze Jahr damit beschäftigt. Apropos August. Dieser Monat ist wie immer der Ehefrau des Fotografen vorbehalten. Es ist ihr Geburtsmonat und auch sie ist diesmal fast angezogen. Das ist in der Nähe von L.A., also in Kalifornien, gibt es eine Wüste, eine Salzwüste, die nennt sich El Mirage. Und da ist auch ein Flughafenfriedhof in der Nähe. Es war sehr heiß, aber ja, da musste Nelly durch. Ich habe früher geraucht, habe mir das dann mit Mitte 20 wieder abgewöhnt, weil ich draufgekommen bin, dass das doch nicht so gesund ist.
und habe mir für dieses Sujet aber dann doch eine Zigarette angezündet und ja, ich rauche nicht, nur am Foto. Ich hoffe, mein Schatz schaut nicht zu, bitte. Du bist die Schönste für mich, Schatze. Nein, also es ist wirklich wunderschön, wie jedes Jahr. Wenn die Frauen, die da drin fotografiert sind, wenn die ein bisschen mehr anhaben, ist es vielleicht ein bisschen reizvoller. Und deswegen ist es, glaube ich, auch der Ziel von Manfred Baumann gewesen. Ja. Diese Bilder, was ich heute gesehen habe, sind wunderschön. So was habe ich gemacht vor 20 Jahren. Das hat Stil und Klasse. Nach wie vor ist es zeitlos und das zeichnet den Manfred Baumann aus. Der Kalender ist in einer Auflage von 1000 Stück erschienen. Wenn man in diesen Tagen oder eigentlich egal wann durch den ersten Wiener Gemeindebezirk spaziert oder durch das Zentrum einer anderen Stadt, dann findet man sie überall an jeder Ecke. Irgendwelche Designgeschäfte, ob Wohnzimmer,